Eine unserer größten Herausforderungen war meist die Finanzierung. Wenn man ein Unternehmen ist, das halt Projekte macht mit sehr viel Vorlaufzeit, wie es halt Spiele sind, dann ist es immer schwierig, das Ganze zum Laufen zu bringen. Ja, hi, ich bin Kerstin von Twisted Ramble Games und wir sind ein Berliner Indie-Studio, das sich darauf spezialisiert hat, Series-Games zu machen. Wir sagen immer keine Funny-Series-Games, das heißt, das sind Spiele über ernste Themen, die sich aber spielerisch damit befassen, die es leicht zugänglich machen. Im Moment behandeln wir das Thema Depression in unserem Debütspiel. Und ich bin die Geschäftsführerin, aber auch verantwortlich für Konzept, Programmierung und Story. Ich bin Verena und bei Twisted Ramble Games, unserem kleinen Spieleentwicklerstudio, bin ich vorwiegend für das Visuelle zuständig. Also die Hintergründe, die ganzen Charakterentwicklungen und deren Animationen, die kleinen Partikeleffekte, also wirklich was man dann vom Spiel her sieht, dafür bin ich momentan noch zuständig. Unser Debütspiel heißt Duro und Duro ist ein Spiel über Mulle und Depression. Mulle sind kleine Nagetiere, die in der Erde von Westafrika leben und Depressionen sind eine mentale Krankheit, die leider mehr Menschen betrifft, als man wahrnimmt. Es ist eine unsichtbare Krankheit und wir wollen darüber aufklären, auf eine spielerische Art und Weise, obwohl das Thema halt an sich so dunkel ist. Ist das Spiel bunt und klärt vor allem darüber auf, wie Missverständnisse im Alltag mit Personen, die Depressionen haben, vermieden werden können. Wir haben viel von diversen Förderprogrammen profitiert. Das erste war das Startup-Stipendium, was sozusagen der Beginn unserer Vollzeitarbeit an Twisted Ramble Games und an Duo war. Und später haben wir dann den Coaching-Bonus in Angriff genommen und sind darüber auch auf den Gründungsbonus gekommen, der uns jetzt auch finanziell ein bisschen abfedert. Der Gründungsbonus ist ein Zuschuss, der an frisch gegründete Unternehmen ausgegeben wird. Also die Bedingung ist, dass man bereits gegründet ist, aber noch nicht länger als 2 Jahre besteht. Und man bekommt im Prinzip die Hälfte der Kosten des Unternehmens zurück. Und das sind bestimmte Kosten wie jetzt für Gehalt oder auch für Material oder für Reisekosten. Also wir haben am Anfang erstmal gezögert, uns dort zu bewerben, weil wir eben ja speziell eine Spielefirma sind. Und da wussten wir nicht, weil das ja immer noch Neuland ist, so für die Förderprogramme, ob die uns da überhaupt ernst nehmen würden. Haben sie aber komplett, solange man wirklich einen Businessplan und eine Finanzierungsvorstellung hat, wie sich das alles entwickeln wird, nehmen die einen dann halt auch als Spielestudio und Gründung ernst. Das Gute an der Förderung ist das Team dahinter. Die waren sehr, sehr freundlich und waren auch sehr geduldig und haben uns erklärt, so, da müsst ihr nochmal nachbessern und so, und haben uns auch sehr viel Zeit dafür eingeräumt und sehr viele Revisionen. Das heißt, man sollte es definitiv einfach machen, wenn man in diesem 2 Jahre Zeitraum nach der Gründung ist. Und alles andere lässt sich tatsächlich klären. Also von daher, ja, es ist kompliziert, es ist am Anfang ein bisschen einschüchternd, aber man sollte es auf jeden Fall versuchen. Die nächsten Schritte für die Zukunft sind auf alle Fälle, Duro fertig zu kriegen, damit wir auch ein Spiel auf dem Markt haben, was dann auch wieder weitere Fördermöglichkeiten gibt. Aber die nächsten Spielideen, die stecken schon, seitdem wir an Duro arbeiten, in der Schublade.